zu blöd zum Tesla fahren? Was suchst du? Ich wollte eigentlich schon. Das Ganze nervt mich jetzt richtig. Meine Blödheit nervt mich. Kann man überhaupt zu blöd dafür sein? Dieser Frage gehen wir auf einem 3000 Kilometer Roadtrip auf den Grund. München, Wolfsburg, Wolfsburg, Turin und zurück nach München. Alle Facetten des neuen Tesla Model Y oder Y. Gute? Das ist schon hart. Also schneller habe ich das nie gesehen. Aber auch schlechte, die am Ende teilweise hart am Nervenkostüm gezerrt haben. Der schreibt. Boah, was ist das denn? Mach doch mal den scheiß Autopilot. Den hab ich doch. Was geht jetzt ab? Wie ist der Autopilot? Kann er endlich alternativ routen? Hat er denn nun Verkehrszeichenerkennung? Wie schnell lädt er? Ist er wirklich so effizient? Wir haben viel vor. Und mit dabei mein Schwager und Mitarbeiter Francesco. Kann ich ihn von dieser Marke überzeugen? Oder viel wichtiger, kann ich mich selbst überzeugen, dass es ein Fehler war, die Bestellung zu stornieren? Ich kann euch schon mal sagen, nein. Herzlich willkommen bei Carmaniac. Seid doch so lieb und lasst ein Abo da, denn meine Videos werden überwiegend noch immer über die Suchleiste gesucht. Ich würde mich als kleines Dankeschön darüber freuen, wenn ihr anstattdessen auf Abonnieren klickt. Vor allem, weil nach diesem Video sicherlich einige Tesla-Hardliner abspringen werden. Ich verspreche, ihr werdet es nicht bereuen. Schön, dass ihr da seid. Alles ging los mit der Fahrt nach Wolfsburg zum Test des ID. Live. In Turin stand dann der Windfast VFE 35 auf der Liste, mehr dazu leider erst im Januar. Und das, so habe ich mir gedacht, wäre cool mit dem Elektro statt mit dem Flieger. Tesla ist da die beste Lösung, vor allem im Ausland. Wie sich herausstellen soll, aber nicht in jedem Punkt, dazu später mehr. Aber dafür brauchten wir erstmal ein Model Y. Also habe ich meinen Kumpel Ernat angerufen. Den kennt ihr schon vom Test mit der amerikanischen Model Y-Variante. Denn den hatte ich auch von Autohaus Müller in Freising, wo Ernat Chef ist. Und ich sage, wenn Elektroauto mieten, dann da. Das muss kein Tesla sein, kann auch ein Taycan sein, ein Enyaq, Polestar, Zoe oder was euch so einfällt. Der Ernat besorgt es euch. So hat er auch schon das Model Y da. Nicht nur wegen der Auswahl solltet ihr vorbeischauen, auch weil sie die günstigsten Preise haben. Elektroautoservice gibt's da auch. Ich habe euch sogar nochmal einen Nachlass klar gemacht. Über den Code Carmaniac 2021 kriegt ihr zum Beispiel das Model 3 Standard Range für 499 Euro im Monat. Unten in der Box findet ihr dann mehr Infos. So, da stand er nun. Weiß Metallic mit matten 20 Zoll Turbinenfelgen. Super verarbeitet, perfekte Spaltmaße, viel besser als die amerikanische Variante. Sieht schnieke aus. Auch Francesco gefiel er. Zumindest von der Seite. Kurze Übergabe der Karte. Einen Schlüssel gibt es ja nicht. Und los konnte es gehen. Über Nacht habe ich dann das Tesla Model Y über meine Envision Digital Wallbox auf 100% geladen. Diese verlinke ich euch auch unten, wenn ihr eine sucht. Was ich direkt loben muss, ist die unvergleichliche Tesla-App. Sofort da, Kommandos werden live ausgeführt, man sieht die Innenraumtemperatur, also Dinge, von denen ich als Audi-Fahrer nur träumen kann. 500 Kilometer in der Anzeige als Reichweite klingt ja schon mal ordentlich. Dass dies nicht stimmt, sollte aber klar sein. Eine ebenso krasse Sache ist die Tesla-Routenplanung. Das Ziel gesprochen und 4 Sekunden später schon inklusive Routen- und Ladeplanung. Navigiere mich nach Wolfsburg, Tor Sandkamp. Pam, Alter. Das ist schon hart. Also schneller habe ich das nie gesehen. Einfach. Das kann aktuell kein Auto so schnell. Und dann auch noch Supercharger, wo du dir keine Gedanken machen musst, ob die funktionieren, wie sie laden und so weiter. Das ist halt immer noch unschlagbar. Wer mich kennt, weiß, ich fahre, wenn frei ist, 150. Auch mal gerne mehr. Mehr geht hier aber nicht, zumindest nicht über den Tempomaten. Topspeed ist aber dennoch knapp 220. Der erste Fauxpas geschah, als das Navi uns an der einzigen Ladesäule schon vorher von der Autobahn führen wollte. Wir dachten nur, hä? Lass doch die 5 Kilometer weiterfahren und dann die Abfahrt Münchberg Nord nehmen, anstatt über die Landstraße zu tuckeln. Bis wir dann festgestellt haben, dass die Abfahrt Münchberg Nord gesperrt ist. Selbst verschuldet, aber da war nichts zu machen, denn der Umweg, wie man hier sieht, wäre zu extrem gewesen. Also sagte ich zu Francesco, bitte suche über die NBW Mobility Plus App schnell eine Alternative. Die fanden wir auch schnell. Ein HPC an einer Shell-Tankstelle. Nur 138 kW bekamen wir, obwohl die Säule 175 kann. Aber der Grund, nicht so zu fahren, wie das Tesla-Navi sagte, war ja eigentlich auch nachvollziehbar.
Und weil wir einfach negativ geprägt sind von diesen Autonavis. Ob es beim e-tron ist oder egal, ja. die führen uns einfach konstant falsch. Ja. Wir sind halt jetzt nicht Tesla gewohnt und Tesla... Ja, Tesla wusste jetzt halt offensichtlich, dass die Abfahrt gesperrt ist, aber oft ist es so, dass da dann so ein bisschen rot ist an der Abfahrt, was gar nicht stimmt. Und dann führt er uns halt irgendwie anders, also so nebenbei, ne, wo wir sagen, okay, hey, über die Autobahn geht doch viel schneller. Genau das war ja jetzt der Gedanke, aber es ist halt gesperrt und es ist ein Riesenfail. Also das ist, sowas kann passieren, mit Tesla meistens nicht, jetzt ist es doch passiert. An der Shell blieben wir nur kurz, 13 Minuten, inklusive Pinkelpause, um nach Nempitz zu kommen, wo wir laden und Mittagessen wollten und dies auch taten. Danach wollte ich auch mal ein bisschen flotter fahren. Geht ja mit dem Model Y und ruhig ist er dabei mittlerweile tatsächlich auch wirklich. Um 8.25 Uhr losgefahren in München und um 14.55 Uhr in Wolfsburg angekommen, stellten wir fest, wow, das waren nur 6,5 Stunden inklusive Laden für 616 Kilometer. Top! Aber das habe ich in einem anderen Video auch schon mal mit meinem e-tron geschafft. Nach dem Dreh ging's ins Hotel, wo ich erfreulicherweise laden konnte. Da noch ein schönes romantisches Abendessen mit dem italienischen Nasenstüber über den Dächern Wolfsburgs mit direktem Blick auf das VW-Werk und dann ab ins Bett. Denn ab hier wird es erst richtig interessant. Der nächste Morgen, 7.30 Uhr. Um euch zu zeigen, dass ich meine mobile Ladelösung, meinen Juice Booster mit dabei habe, habe ich fast eine Dulle in der Heckklappe riskiert. Ja, die ist schon ziemlich groß beim Model Y und geht sehr weit nach oben, also passt in Tiefgaragen auf. In diesem Fall war es erfreulicherweise nicht notwendig, ihn auszupacken, weil wir ja eine Wallbox in der Garage hatten. Aber ihn dabei zu haben, ist nie verkehrt. Ich verlinke ihn euch unten in der Beschreibungsbox, dann könnt ihr ihn mit einem Nachlass kaufen. Los geht die 1100 Kilometer Strecke nach Turin, über Österreich und die Schweiz. Übrigens, falls ihr mal rückwärts fahren solltet mit dem Auto, keine Angst, ihr müsst nicht die Ghostbusters rufen, weil da ein Geist kommt, sondern das ist das Rückwärtsfahrgeräusch des Autos. Ausladen, 1100 Kilometer am Stück. Das ist der ausschlaggebende Punkt und wir beide einmal der Fällen lieben Dank. Hallo, guten Morgen. Hier schon ein perfekter Kamenier. Ich dachte, du auf meinen Bauch filmen. Nein, das du nein, dann, nein, ich habe ja abgenommen. Nein. Ja. Mhm. Nachdem du einfach auf meinen Bauch gefilmt hast, du Unsympath. Und ich natürlich auch, nämlich am Bullham 1 Jever. Ne? Und unsere Kappen. Und die Kappen, wunderschön. Francesco hat es in schwarz, nur damit ihr mal seht, so geht's auch. Hast du die Velour-Variante oder die normale? Ich habe jetzt gerade die Velour-Variante. Also auch die Velour? Ja, ja. Ja. Schön, passt. When the world comes, I like. Das Schlimmste sind ja die Texte bei dir, gar nicht der Gesang. Die Einwürfe, ja, warum fährst du nicht Tesla und meidest einfach Supercharger? Aber ganz ehrlich, das ist so, als würde ich ein Privatjet kaufen und aber nie vorne im schönen belederten Abteil sitzen, wo die schöne Stewardess kommt und ich dem Piloten noch irgendwelche Sachen zurufen kann, wo er hinfliegt, spontan, sondern ich würde hinten im Frachtraum sitzen, da mit dem Gepäckstücken ohne Klimatisierung, eiskalt, in 8000 Metern Höhe, wofür dann der Privatjet, weißt du, was ich meine? Also genau so ist es ungefähr, einen Tesla zu fahren, ohne das Supercharger-Netzwerk zu nutzen, denn das Supercharger-Netzwerk ist der ausschlaggebende Punkt und der große Win von Tesla, weil einige andere Sachen bleiben ja schon so auf der Strecke, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Freunde, kommen wir doch jetzt mal zu so einer Sache, die... Ah, schau mal, Batterie wird zum Schnellladen vorkonditioniert. Wie toll, ne? Vielen lieben Dank. Wird schon mal vortemperiert, weil wir haben noch 24 Kilometer und wir wollen ja die perfekte Ladeleistung. Dazu kommen wir dann noch, wie das so ist. Aber jetzt mal zum Thema Autopiloten. Also es wird hier noch positive Dinge geben. Diese gehört leider nicht dazu. Also es ist ja immer dieses Thema Autopilot, wo sich auch viele, wie nennst du die Tesla-Ranten? Tesla-Ranten. Immer so ein bisschen lustig machen, so über alle anderen Autos und deren Systeme, weil der Autopilot ja so toll sein soll. Ist er nicht. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß, vielleicht ist es, ich gebe da, das ist ja das bisschen Unsympathische an der Hardcore-Tesla-Community, dass es immer eine Erklärung für alles gibt. Das hat bestimmt irgendeine Erklärung, irgendein Software-Update oder irgendwas anderes. Das ist nichts, was mich beeindruckt. Ich habe das schon bei Tesla auch tatsächlich anders erlebt. Was ich aber nie anders erlebt habe, ist die Tatsache des andauernden Gebimmels, was mir richtig hart auf die Nerven geht. Und dann natürlich diese Phantombremsungen. Also die sind dermaßen nervig. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Autopilot stresst mich mehr, als er mich
entspannt. Soll ja entspannen beim Fahren, ja? Ich lese ja immer in Foren oder höre in Videos, ich mache ganz gemütlich bei 150 den Autopiloten rein und entspanne total, so wie als wenn das 9+Ultra der Level 2 Fahrerei wäre in der Automobilindustrie, ist es aber nicht. Angefangen damit, dass der Autopilot andauernd Phantombremsungen macht. Warum? In Kurven denkt er, dass der LKW auf der rechten Spur vor uns ist. Obwohl er ja auch die Spur erkennt, ich fahre ja mit dem Autopiloten, paff, haut er bei 150 die Bremse rein. Dann solche Geschichten wie, also sporadisch, nicht immer, ich wechsle die Spur vor mir, ganz weit vor mir ist noch einer auf der rechten Spur, ich blinke schon mal, wechsle und weder der vor mir ist nah genug, als dass wir abbremsen müssten, noch kommt jemand hinter mir oder ist hier gar niemand vor mir, nix. Und er bremst einfach auf der linken Spur ab. Und es ist des Todes nervig, mal abgesehen davon, dass man Energie herschenkt, weil er dann auf 120 abbremst. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Das ist tierisch nervig. Die Phantombremsungen sind nervig. Die Situationen in der Baustelle sind nervig, wo du an Autos eindeutig vorbeikommst. Und ich fahre wirklich, liebe Tesla-Fahrer, die viel Expertise haben im Autopiloten. Ich habe aber mehr Expertise mit allen anderen Autos, glaubt mir. Und ich weiß, wie es ist, mit einem Tempomaten oder mit Assisted Driving durch Baustellen zu fahren, wo rechts ein LKW fährt, wo es zwar eng ist, aber nicht so eng, als dass man nicht vorbeikäme. Mit jedem Auto problemlos. Der hier, paff, bremst. Man gibt mir ein bisschen, paff, bremst. Du hörst sogar das Bremspedal, wie es so hochkommt und wieder durchdrückt, weil es so mechanisch bremst. Ja? Und es nervt. Also es hat mich nach Wolfsburg fahrend wirklich genervt. Und was mich am allermeisten nervt, nee, am zweitallermeisten, das andere sage ich euch in der Schweiz, das zeige ich euch jetzt. Unbegrenzt, ich beschleunige auf 150 km/h, Rechtsfahrgebot, ich will ja rüber, aber ich aktiviere jetzt erstmal den Autopiloten, was nicht geht, warum auch immer. So, jetzt, okay, jetzt habe ich den Autopiloten aktiviert, okay, bisschen gelenkt, ist entfallen, okay, Autopilot, so. Jetzt höre ich einen Song, gestern, Sam Smith, Diamonds, laut gemacht, richtig geile HiFi-Anlage, ich wechsle die Spur. Boom, boom. Okay, jetzt habe ich die Spur gewechselt. Der Autopilot aktiviert sich nicht wieder von selber. Dum, dum. So, da vorne fährt jetzt, sagen wir, das Wohnmobil raus. So, jetzt ist wieder deaktiviert. Keine Ahnung, warum. Ich wollte ja eigentlich nur blinken, habe meine Hand drauf getan und kaum bewegst du das, entreißt du sozusagen den Autopiloten. Boom, boom. So, da vorne fährt dieser Kühlwagen. Ich will raus. Boom, boom. Linke Spur. Wir bremsen wieder. Boom, boom. Bim, bim. Bim, bim. So, ich blinke jetzt wieder rüber. Ich bin Rechtsfahrgebot. Bim, bim. Und natürlich nicht zu vergessen. Bim, bim. Des Todes nervig ist das. Des Todes nervig, Leute. Das nervt mich dermaßen. Das könnt ihr gar nicht glauben. So, wieder LKW. So, was ist also das Ergebnis? Entweder ich habe keinen Bock auf den Autopiloten oder ich nutze ihn und fahre auf der linken Spur. So, Linksspur schleichen letzten Endes, was ich aber nicht mache, weil ich das nicht mit mir vereinbaren kann, weil du sonst andauernd dieses Gebimmel hast. Und da hörst du so ein Lied auf laut, ja, wie Diamonds von Sam Smith. Und das unterbricht andauernd durch dieses Spurgewechsel. Und du merkst erst in einem Tesla, wie oft man eigentlich bei so mittelmäßigem Verkehr die Spur wechselt, logischerweise. Ja? Und das ist saunervig. Und es unterbricht die Musik, es unterbricht dein Hörbuch, es unterbricht dein Gespräch, es bimmelt andauernd. So. Ich habe aber die Lösung. Jetzt habe ich es verstanden, Christopher. Weißt du, warum Tesla-Fahrer immer auf der rechten Spur fahren? Nicht, weil sie hinter einem LKW fahren, weil sie keinen Bock haben, dass der Autopilot immer rausholt. Deswegen bleiben sie einfach rechts konstant, der Autopilot fährt einfach immer geradeaus. Ja, aber du fährst dann im scheiß LKW. Ja, aber... Und schau mal, wie langsam der LKW... Schau, ich bremse schon wieder. Wir bremsen schon wieder. Warum bremsen wir denn wieder, wenn wir die Spur wechseln? Und dann kommt natürlich der Vorschlag, aktivier doch den Joe-Mode. Okay, wo finde ich hier den Joe-Mode? Weil ich habe ihn nicht gefunden. Joe-Mode ist ja extra etwas, das diese Signale leiser macht. Erstens habe ich nicht gefunden und zweitens, wenn jetzt wieder kommt, mach's doch mit dem Sprachkommando. Okay, mache ich. Joe-Mode. Dieser Befehl ist noch nicht verfügbar. Aha, okay. Also die Scheibenwischer kann ich dann per Dings aktivieren, per Sprache, aber den Joe-Mode natürlich nicht. Ergo, das, was ich gerade will, kann ich nicht. Also bitte nicht pauschalisieren, man kann doch alles mit der Sprachsteuerung. Kann man nicht. Und damit möchte ich auch thematisch zu einer anderen Sache kommen, weil gleich sind wir an der Ladesäule in 11 Kilometern, die ich glaube einfach bei Tesla so eine Sache ist. Ich habe einen vorhin gesehen, das hast du gar nicht gesehen, habe ich dir nicht gesagt. Ein Skoda-Fahrer ist an uns mit Berliner Kennzeichen vorbeigefahren und er hat drüber geschaut und den Kopf geschüttelt. Echt? Ja, hat er wirklich.
wirklich. Und weißt du auch, glaube ich, warum? Es ist dieser Ruf von Tesla-Fahrern, den die Tesla-Fahrer selbst in diesen Foren und Facebook-Gruppen hervorrufen. Mhm. Weil du siehst ja, kaum wurde der EQS zum Beispiel, mein Test oder ein anderer Test von irgendjemandem gepostet in der Gruppe, heißt es gleich, ja, aber das Tesla Model S, ja, man kann nicht einfach mal was Gutes gut sein lassen. Man muss immer sofort dagegen schießen. Ich verstehe das ja auch, weil Tesla lange verspottet wurde. Ja. Und die jetzt aber, da die Firma ja 15.000 Mal so viel wert ist wie jede andere Firma jetzt auf einmal, jetzt so ein bisschen so dieses Ella Badge, ne? Yes. Was ich auch so ein bisschen verstehe, aber es ist sympathischer, wenn man sein Oberwasser nicht so ausspielt, so Ella Badge, Ella Badge, Ella Badge, ich hab dir doch gesagt, so, das ist so unsympathisch. Mal abgesehen davon, dass es ja gar nicht passt, zu sagen, ja, aber Tesla Model S, Tesla Model S, Tesla ist nicht in allem besser. In vielen Dingen ja, aber nicht in allem. Und deswegen ist der EQS oder ein anderes Auto in anderen Sachen besser. Warum kann man nicht beides sein lassen? Und dieses andauernd sich beweisen müssen, macht es unsympathisch und vor allem auch diese andauernde Rechtfertigung, dass es immer einen Grund gibt für irgendwas, was nicht funktioniert. Wirst du ja hier in den Kommentaren dann wahrscheinlich sehen. Das mit dem Piepen, das passiert nicht, wenn du taub bist oder wenn du dir Oropax reinmachst. Mach dir doch Oropax rein oder wechsel halt nicht die Spur. Ich stelle immer ganz gemütlich auf 110. Ja, Teufel, scheiß nochmal, ich will keine 110 fahren. So, weißt du, was ich meine? Also es gibt immer eine Erklärung und das macht es unsympathisch und solche Leute wie der dann wahrscheinlich lesen das irgendwie auf Facebook und denken sich, ah ja, ich hab wieder so ein Öko neunmal kluger Gutmensch. Wolltest du was sagen? Ja, in den Kommentaren ist ja jeder ein Besserwisser so ein bisschen. Vielleicht haben wir auch eine bessere Erfahrung damit gemacht, aber wir gerade ist also so. Ist ja auch meine Individualität, vielleicht stört das ja einen auch nicht. Ja, stört eben. Das, mich nervt das. Vielleicht sagen dieses Piep, vielleicht singen sie was dazu. Ach, und übrigens, wenn du den Tempomaten aktivierst, in einer Spur drüben, reißt er dich erstmal in die Mitte, weil er dich ja korrigiert. Ne? Also, ich fahre ja jetzt nicht mittig. Paff, reißt er dich so in die Mitte, ne? Um dich halt in die Spurmitte zu holen. Das könnt ihr auch langsamer machen, weil es ist immer so ein Reißen, es ist unangenehm. Und die Bremsvorgänge sind teilweise auch ein bisschen härter als bei anderen Autos, ne? So, lieber Francesco, geh mal doch bitte, bevor du deinen Kommentar zu Ende sagst, hier kurz auf den Bordcomputer, damit das nicht verfälscht, das langsame Fahren. Schau dir das mal an. Also, okay. Du hast aber auch echte Bauernfinger, also, tut mir leid mit diesen Elefantennägeln, die du da hast. Ach. Also geh mal bitte auf letzten Laden, ja, mach mal Trip A. Das ist ja gut, das ist beides das Gleiche. Also 21,7 Kilowattstunden haben wir verbraucht. Ganz, ganz eindeutig ist das Tesla Model Y viel effizienter als alles andere, was man so kennt in dieser Klasse, Enyaq und Co. Aber obendrum nicht mehr. Was? Also... Ja, wir fahren jetzt nicht mal 2 Stunden, 1 Stunde 55, schon die erste Pause. Nervt dich? Ja, was heißt, ich muss jetzt nicht auf Toilette. Musst auf, okay, du ich musst tierisch auf die Toilette. Musst, ja, aber du bist auch Diabetiker. Also, sagen wir mal, die ich steck schon mal an, damit Zeit nicht verlieren. Die Standardblase, so, wa? Ja, die Standardblase, ich hast schon recht. Ja. Die Standardblase würde ein bisschen mehr aushalten. Und ich brauche jetzt nach 2 Stunden, bin ich jetzt nicht so... Weißt du was? Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Du weißt ja, ich bin ja kein Schönreder, rosarote Brille. Aber auf 1100 Kilometer sind diese verteilten Pausen ganz geil, dass du am Abend nicht komplett durchgelutscht bist. Ja, aber ich sage ja nicht, dass wir jetzt 700 Kilometer fahren müssen am Stück oder so. Aber nach 2 Stunden, 1 Stunde hätte man jetzt noch locker fahren. Reichweitenmäßig wäre es ja auch gegangen. Okay, ja. Nur halt, Ladesäulen sind halt nicht immer so wie das Profil, das du fährst. Schauen, wir hätten jetzt noch 173, sagen wir mal, wenn wir zügiger fahren, 120 Kilometer Reichweite gehabt. 140 vielleicht sogar. Aber dafür hätte der Supercharger genau dort stehen müssen. Ja. Na, tut er aber nicht. Das ist halt das Standard halt, man muss sich nach dem Wagen richten. Weil, oder beziehungsweise nach den Chargern eben wegen der Routenplanung. Ja. Also man muss Pause machen, wann das Auto sagt, nicht wann man. Nach wie vor, selbst bei Tesla. Selbst bei immer. Immerhin müssen wir nicht planen. Beim Elektroauto, einfach ist egal, ob es ein Tesla ist oder ein EQS oder so, du musst laden, wann das der Wagen sagt, beziehungsweise wo die eben die Ladesäule ist. Außer es ist irgendwann so weit, dass die Ladeinfrastruktur an jeder Tankstelle so wäre, wie alle 30 Kilometer. Wurde, ja genau. Dann ist es anders. Ja. Aber jetzt. Stand 2021 noch weit davon entfernt. Ja, stimmt. Aber da schauen wir es echt schön fest. Schau mal. Schau. Das ist doch mal ein fester Schaum, oder? Dankeschön. Also erstens, ich liebe es ja, dass Menschen
auf freien Parkplätzen direkt neben dir parken, mögt ihr das auch so und dann am besten noch die Tür ranhauen. Und eine andere Sache, schaut mal, hier sieht man den besten Vergleich zwischen dem Tesla Model 3, da aus Holland gekommen, und dem Tesla Model Y. Wie groß doch der Unterschied ist in den Fahrzeugdimensionen, ja? Schaut euch das mal an, ja? Also Model Y, Model 3, ne? Also das ist schon echt ein ganz anderes Auto so von der Größe her. Das muss man echt mal anmerken. Gott sei Dank konntet ihr Francescos Gesang nicht hören. Kommen wir mal, bevor wir hier abfahren, zu zwei strategischen Sachen. Also Strategie Nummer eins ist, wir müssen ja nach, wie heißt das nochmal hier, Ellwangen, ne? Hotel Montana. Da treffen wir wahrscheinlich Montana Black. Oder Tony Montana. Oder Tony Montana. Oder Carlo Montana, der heißt Carlo Santana. So, also, wo sind wir hier? Wir wollen die Ladeleistung sehen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich richtig schlecht. Der Akku ist vortemperiert, wir sind 150 gefahren, 207 Kilometer, müsste der Akku eigentlich warm sein. Das Model 3 hier zum Beispiel, ja, das nebenan zieht 250 kW, sofern es ein Long Range ist, ne? Der hier nicht. Warum? Weil hier LG Akkus drin sind mit 77 Kilowattstunden und keine Panasonic, wie dann jetzt mit 82 Kilowattstunden bei den neuen Tesla Model 3 Varianten. Also es ist nicht egal, ob Panasonic oder LG. Versuchen wir doch mal, das Kind beim Namen zu nennen. Der Standard Range Plus mit dem Lithium-Eisenphosphat-Akku hatte eine grottige Ladeleistung von 30 kW am Supercharger. Habe ich Video drüber gemacht. Riesen Aufschrei, wie ich Tesla bashe. Warum denn? Ich zeige doch den Leuten auf, was nicht gut läuft, damit ich Leute vor einem Fehlkauf bewahre. Dass die dann da draußen, diese ganzen Spezialisten, so tun, als wäre das alles so toll. Das hilft nichts, weil die Leute kaufen so ein Auto und kotzen im Strahl, so wie die Familie im Strahl gekotzt hat davon, dass dieses Auto nur mit 30 kW am Supercharger lädt. Dann habe ich auch ein Video nachgebracht, als das Update kam, ne, um die Richtigkeit. Aber ich werde das doch nicht verschweigen, nur weil es einigen nicht gefällt. Das ist nichts. 60 kW, das ist... Deswegen aber auch ganz ehrlich, sage ich immer wieder, probiert Elektroautos aus. Die Videos sind das eine, das andere ist aber die Realität. Wie passt das zu euch? Dafür finde ich es eben so gut, dass es sowas gibt wie halt Autohaus Müller. Das ist keine bezahlte Werbung oder sowas. Ich bin froh, dass sie mir das Auto für die lange Fahrt gegeben haben, damit ich auch mal einen Eindruck vom Model Y gewinne und sie euch vermitteln kann. Aber bevor ihr ein Auto kauft, ob das der Polestar ist oder der Taycan, die haben alle ihre Nachteile irgendwo, geht, ruft den Ernat an, sagt, hey, ich bin von Carmaniac, probiert es einfach mal 2-3 Wochen aus, einen Monat aus und habt einfach die perfekte Idee davon, ob das Auto zu euch passt oder nicht. Vielleicht stört euch das ja auch gar nicht so sehr. Er guckt halt nebenbei so xxxseiten.com. Im nächsten Step ist uns hier ein Fehler unterlaufen, der mich später Zeit kosten soll. Der nächste Supercharger wäre 100 Kilometer weit gewesen. Francesco hatte darauf keine Lust und ehrlich gesagt ich auch nicht. Alle 100 Kilometer anhalten ist jetzt nicht so toll. Der übernächste 285 Kilometer. Ich habe mir gedacht, mit 80% Ladung und 400 angezeigten Kilometern sollte das doch die Sache möglich machen. Nun, ich kann schon mal spoilern, es war nicht möglich und Folgendes hat mir auch nicht so sehr getaugt. So, das ist direkt beim Losfahren die erste Meldung, die ich richtig geil finde. Unter 115 km/h fahren, um Ziel zu erreichen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Bei der angegebenen Reichweite ist doch alles nicht, was glänzt Gold. 400 Kilometer, ja, Reichweite steht hier. Wir haben aber 285 Kilometer bis zum Ziel. Warum reichen 115 Kilometer Puffer nicht, damit ich eben nicht 115 km/h fahren muss, wie ein Fahranfänger, der zu Oma Gertrud in den Norden hochfährt? Wirklich, das ist... Du kannst dich ja überhaupt nicht auf diese Anzeige verlassen. Konntest du ja schon hierher nicht, weil wir mit 500 Kilometern Reichweite losgefahren sind, 207 Kilometer gefahren sind und noch 173 hatten. Das heißt, wir hatten eigentlich 380 statt 500 Kilometer Reichweite. Also, ja, ich weiß nicht. Das ist sowas nervt, ganz ehrlich. Aber es kommen noch Sachen, die sind toll, keine Sorge. Vorgeben Geschwindigkeit, vorgeben Laden, vorgeben alles. So, du bist eigentlich nur, nicht das Auto ist der Roboter, sondern wir sind der Roboter am Ende des Tages, weil Auto bestimmt ja, was wir machen. Kann man wirklich so sagen. Also nach 100 Kilometern wieder anzuhalten, obwohl ich nach 200 gehalten habe, das ist kein Flow. Klar, fahr doch langsamer, aber wirklich muss ich langsamer fahren als 140. Das ist eine deutsche Autobahn, Mann.
echt eine deutsche Autobahn, Leute. Schön, dass es wieder welche gibt, die gerne 110 fahren. Ich tue es nicht. Und ich kritisiere euch dafür nicht, kritisiert mich dafür also bitte auch nicht, dass ich keinen Bock habe, 110 zu fahren. Komm, wir fahren jetzt mal 110 kurz. Bitte nicht. Da 115 fahren, bis die anderen dir vorbei. Schau mal, wie langsam wir diese Anhängerschnecke hier überholen. Schau, alle überholen uns. Alle überholen uns bei dieser Geschichte. 110. Deswegen fahren sie alle rechts. Schau doch mal. Ja? Das ist jetzt kein Raser, der fährt halt einfach 150. So. Schau, der nächste. Paff. So. Selbst dieser uralt Polo im Rückspiegel kommt immer näher. Der kommt immer näher. So, 110. Das ist die Geschwindigkeit und ich bin der Langsamste auf der Autobahn. So, super. Du fährst Tesla. Super geil. Oder Elektro. Das ist wirklich, das ist, wenn da steht 400 und ich habe eine halbe Stunde geladen, möchte ich 285 Kilometer schaffen. Möchte ich. So, wir sind jetzt diverse Male umgeleitet worden oder an Supercharger geleitet worden. Und das, worüber ich mich vorhin beklagt habe, hat einen Hintergrund, auf den bin ich jetzt gekommen. Und zwar, warum will er uns schon viel früher runterführen als das, was eigentlich die Reichweite sagt mit 400 Kilometern. Darüber habe ich ja aufgeregt. Jetzt ist es so, er will uns hier, zeig mal bitte auf der Karte, Francesco, dass wir dass wir hier umdrehen. Also, hier hätten wir umdrehen müssen. Zeig mal, wo wir hätten umdrehen müssen, um zurückzufahren. Jetzt hat das 35 Kilometer letzten Endes, oder? Ja, 35 Kilometer zurückzufahren, um zu laden, anstatt dass er uns einfach nach Ellwangen führt, was 80 Kilometer weit ist. Obwohl, wo wir ja noch 104 Kilometer Reichweite haben. Aber, jetzt kommt das große Aber. Im System ist eingespeichert, dass es einen Puffer gibt. Das heißt, die Vorgabe ist, dass der Fahrer des Autos nicht mit unter 10 oder 15% ankommen will. Und an diese Vorgabe hält sich der Computer. Das heißt, auch wenn wir Ellwangen schaffen, weil wir noch 104 Kilometer Reichweite haben und es 80 Kilometer sind, führt er uns da nicht hin, weil wir nicht unter 15% ankommen sollen. Ich kann ankommen, mir macht das nichts aus, wenn ich mit 10 Kilometern Restreichweite ankomme, vor allem bei Superchargern, die ja super zuverlässig sind. Und das ist so ein Punkt, was man hier unbedingt einstellen können sollte, dass man sagt, okay, ich kann auch mit 5% ankommen, passt mir. Und ich kann hier auch gar nicht so wirklich richtig filtern, ne, dass ich sage, okay, diese Ladesäule löschen. Und dann führt er mich hin und überlässt es mir, dass ich da jetzt hinfahre, ja, und macht das nicht selber. Ich kann es nicht löschen, ich kann alle Ladestationen entfernen. Dann ist die Navigation aber komplett ad acta. Und zack, wir sind da, aber leider nicht da, wo wir hin wollten. Wir sind jetzt in Satteldorf, Supercharger Satteldorf. Eines muss man sagen, die Reichweitenanzeige ist da wirklich für einen Arsch, weil, erinnert euch, 400 Kilometer wurden uns angezeigt bei 80%. Und wir sind jetzt gefahren, nicht Trip A, wir sind gefahren 265, hätten jetzt noch 20 Kilometer Reichweite. Das heißt, 285 Kilometer können wir fahren, obwohl uns 400 angezeigt werden. Das ist, finde ich, kritisch. Und ich finde noch eine andere Sache kritisch, die ich euch jetzt gleich sagen werde, wenn wir am Supercharger angekommen sind. Also weder will ich nach 100 Kilometern stehen bleiben, noch will ich unter 115 fahren. Unter 115 fahren, damit ich 280 Kilometer absolvieren kann mit einem 80% vollen Akku. Das ist nervig. Das ist nervig und deswegen sage ich immer wieder, ich verstehe die Menschen, ich mache das aus Überzeugung, aber ich verstehe die Menschen, die einfach darauf keinen Bock haben. Das ist einfach egal wie, ich muss mich nach irgendwas richten. Entweder nach 100 Kilometern halten oder unter 115 km/h fahren. Und ich will nicht, dass ein Auto mir sagt, was ich zu tun habe. Es ist nicht meine Frau, es ist nicht mein Kind oder mein Vater, es ist ein Auto. Und das soll mir nicht in jeglicher Hinsicht, egal wie man es dreht, sagen, was ich zu tun habe. Das tut es aber. Wenn ich mich dem widersetze, dann lande ich mit einem 28 Kilometer Umweg an einer Raststätte, keine Ahnung wo. Wir wollten jetzt zum Beispiel Burger King heute essen, weil ihr Bock drauf habt. Ja gut, das kannst du jetzt nicht. Naja, aber wenn du sagst, du hast Lust auf diese Sache, musst du dich aber im Auto... Musst du dich wieder anpassen, ja, da musst du dich auch anpassen. Da hinten ist halt wir haben jetzt nur McDonald's. Also du musst dich auch von solchen Sachen, die du dir vielleicht wünschst, verabschieden. Und natürlich von den anderen Sachen, die ich gerade genannt habe. Also es ist, ich habe ganz ehrlich gesagt, also ich kenne das von der Elektromobilität und ich weiß das, ich mach's, weil ich kann damit leben, aber das hätte ich bei Tesla jetzt nicht gedacht. Und es hängt einfach mit den Anzeigen zusammen. Hätte der jetzt nämlich zum Beispiel gesagt, du schaffst Ellwangen keinesfalls, dann hätte ich noch ein bisschen mehr geladen und hätte mir diesen Schwenker hier gespart. Klar, fahr unter 115. Wisst ihr, wie dumm einen die Leute angucken? Wenn ein Tesla mit 1000 Milliarden PS und dann fährst du da auf der rechten Spur wie so ein Vollidiot mit 100. Entschuldigung, also das ist nicht, ich möchte jetzt nicht die Vollidioten nennen, die das machen. Ich fühle mich aber wie ein Vollidiot, wenn ich 100 fahre, obwohl ich auf einer freien Autobahn
150 zumindest fahren könnte und damit kein Raser bin. Alle ziehen an dir vorbei. Der LKW ist hinter mir, verstehst du, im Fenster. Es ist für die Akten, es ist ganz klar meine eigene Blödheit jetzt gewesen, sich dem Navi zu widersetzen. Aber ich glaube einfach, dass Menschen wie wir vom Charakter her noch nicht reif so tausendprozentig für die Elektromobilität sind. Dass wir uns nicht sagen lassen von dem Roboter oder was? Ja, sind wir nicht so weit. Du klingst jetzt ein bisschen wie so ein Verschwörungstheoretiker. Nein, nennen wir es doch Auto und nicht Roboter. Ja, aber ich will jetzt, verdammt nochmal, ich kaufe das Auto nicht, das Auto kauft mich. Dann nochmal das Laden hier, was ja sinnlos war wahrscheinlich, weil wir es doch geschafft hätten. Ich weiß nicht, wie viel Puffer da drin sind, wenn er auf einem Kilometer ist. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Dafür fahre ich nicht genug Tesla, aber auf so einer Strecke möchte man halt auch nicht irgendwelche Risiken eingehen. Und das Ganze nervt mich jetzt richtig. Meine Blödheit nervt mich, dass ich nicht wieder einfach das so gemacht habe und mich hingebogen habe. Aber am Ende des Liedes wäre dann aber mein Fazit gewesen, dass ich gesagt hätte, hey, toll, schön, dass wir das geschafft haben, aber das war absolut nicht eine Fahrt, wie ich sie mir wünsche. In einem Tesla, wo ich immer bis jetzt gepredigt habe, wenn du es so einfach wie möglich haben willst, nimm Tesla. Je länger die Strecke aber, desto mehr bin ich eingeschränkt durch die Regularien, die der Tesla mir macht, aufgrund der auseinanderliegenden Supercharger. Ein Lob muss ich aussprechen. Es gab unendlich viele Supercharger immer als Ausweichmöglichkeit. Das ist schon krass. Das hast du fast eigentlich nicht in der normalen Elektromobilität. Noch nicht, Status quo. Aber das Fazit am Ende wäre dann ein anderes Schlechtes gewesen. So ist es schlecht, weil ich mich nicht darauf eingelassen habe, ich ein bisschen blöd bin und aber es nicht rund läuft. Und so wäre es auch nicht rund gelaufen, weil ich unter 115 hätte fahren müssen oder nach 100 Kilometer wieder an hätte halten müssen. Und ich habe ja halt auch einen Beifahrer, der mich halt auch irgendwie so ein bisschen so nicht die Fahrt zur Hölle machen will. Verstehst du, kein normaler Mensch hat nach 100 Kilometern zu halten, wenn er gerade eine halbe Stunde Pause gemacht hat. Wir sind ja keine 107-jährigen YouTuber, die froh sind, wenn sie mal 20 Kilometer fahren können. Sehr interessanter Einwurf von Fellenleben Dank hier neben mir, denn er hat gerade gesagt, berechnet er denn bei der Routenplanung, dass er auf Baustellen oder in Baustellen 80 gefahren wird oder nicht? Wegen dem Moment, was eben fehlt. Ja, weil eben, wenn wir 50 Kilometer vom Ziel sind und Ziel trifft, stimmt überein mit Reichweite, dann ist die Frage, rechnet er damit, dass wir die ganze Zeit auf dieser Strecke 130 fahren oder rechnet er damit, dass wir einen Teil, nämlich da, wo die Baustellen sind, 80 fahren und dadurch ja potenziell die Reichweite erhöht wird? Schreibt es in die Kommentare, ich bin schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil dann hätten wir es nämlich garantiert geschafft, auch wenn Reichweite mit der Strecke übereinstimmt. Aber erinner dich, er hatte doch, wo wir losgefahren sind, beim ersten Stop, hat er gesagt, wir erreichen nur das Ziel Ellwang mit 115 km/h. Unter 115 km/h. Nur unter 115. Ja, dass wenn du da, wo frei ist, trotzdem nur unter 115 fährst. Eben. Aber wir sind hier nie unter 115 gefahren. Deswegen hätten wir es eigentlich so oder so nicht erreichen können. Weiß ich nicht. Fragen über Fragen. Ja, viel zu viele Fragen, würde ich fast schon sagen. Wow, das war ein geiler Reim. Na Gott sei Dank habe ich schon sehr positive Videos über Tesla gemacht. Nicht zuletzt mein Tesla Model 3 Facelift Review. Sprachbefehl heißt es doch immer. Mach doch über Sprachbefehl. So, pass auf. Ich möchte dieses Gerausche nicht mehr bei diesem Radiosender haben, also sage ich, wechsle Radiosender zu Bayern 3. Befehl nicht verstanden. Wie muss man denn das sagen? Frage bitte Elon Musk, den großen Gnädigen, ob es möglich ist, auf Bayern 3 zu wechseln von diesem Radiosender. Okay, so geht's auch nicht. Bayern 3. Ja, da müsst ihr mir jetzt bitte die mich so kritisieren für Dinge, die ich angeblich schlecht darstellen will, jetzt mal bitte in die Kommentare schreiben, wie wechsle ich per Sprachbefehl den Radiosender? Bei meinem Audi mache ich so, bumm, wechsle Radiosender zu Bayern 3. Wie funktioniert das hier? Es gibt doch bestimmt wieder einen Trick, den nur ich als dummer Typ nicht weiß. Da es wirklich sein kann, dass ihr das geswitcht habt im Video, ich möchte echt nochmal betonen, es kann einfach sein, dass ich oder wir, aber primär ich, zu blöd sind für diese Tesla-Fahrerei auf korrekte Art und Weise. Aber mir fallen natürlich auch Dinge auf, die vielleicht Amateuren oder Neulingen nicht auffallen. Zum Beispiel an der anderen Ladestelle, wo wir gerade eben waren, stand ein sehr altes Model S an einem V3-Charger. Das hat mir zum Beispiel die Möglichkeit genommen, am V3-Charger zu stehen, weil ich habe ja noch ein Ladevideo gemacht. Wollte ich gleich direkt mal mitnehmen im Video. Das macht aber nur Sinn an einem V3-Charger. Der war aber besetzt von einem alten Tesla Model S, der da halt nicht hingehört. Weil die Leute wissen das halt offensichtlich nicht. Oder ist es Egoismus? Ich weiß es nicht. Der zieht halt nur 120 kW und da kann er auch an die normalen. Es waren halt normale Charger frei und trotzdem stand das Model S am V3. Aber jetzt auch mal was Positives. Gucken wir uns ja noch in der Zwischenzeit die Verarbeitungsqualität an.
Service und Verarbeitung hat massiv zugenommen bei Tesla. Das ist auch das, was ich immer gesagt habe. Gebt dem Laden doch mal Zeit, verdammt. Nach 3 Jahren, wo die Marke auf dem Markt war, hat jeder immer über die Spaltmaße gesprochen. Guckt euch das doch jetzt mal an hier. So. Ne? Ist doch tippitoppi. So, dann gucken wir hier mal rein. Ja, hier ist immerhin lackiert. Nicht 1000%ig dieses Metallic-Weiß wie außen, aber immerhin. Wir hatten ja auch das US-Model gesehen, das ich ja gefilmt habe. Da war alles nicht so ein Top. Also innen knarzt nichts, ruckelt nichts. Man sieht aber hier so die Abdrücke vom Ellbogen auf diesem Material. Aber das hier ist geil, oder, Fla? So die Ellbogenablage ist besser als in jedem anderen Auto. Die ist riesig. Einfach nur geil. Richtig schön, ne, breit und horizontal. Da kannst du richtig schön deinen Ellbogen ablegen zum Lümmeln. Die Qualität ist schon wirklich top. Ne? Verarbeitung ist gut. Die Verarbeitung ist echt gut. Wirklich echt gut. Also den Zahn muss ich den Hatern ziehen. Hier so, ne? Das Holz ist auch schick. Wirklich schick. Und nichts knarzt. Ich habe auch nicht irgendwie so das Gefühl, dass ich vom Plastik ummantelt bin. Hier, das ist toll. Die Mittelkonsole, dass die jetzt so ist. Also dieses Material, also so Leder-Lookalike und auch hier Leder-Lookalike, nicht mehr dieses Piano-Lack. Das hier ist mattgrau. Wir haben 2 Wireless-Charging-Ports. Beide Handys können wireless chargen. Wir haben hier auch nochmal so Mulden, damit das Handy nicht wegrutscht. Finde ich super. Auch hier eine Kante. Selbst mein Fold, was ja eine untypische Größe hat, kann da perfekt laden. Dann unten sehr viel Platz in dem Behältnis. Das finde ich auch sehr gut. Mittelarmlehne, Großplatz, also ist schon top. Und auch hinten hat man sehr gut Platz. Also das ist hinter mir. 1,88 ist wirklich sehr, sehr viel Platz. Sehr, sehr viel Platz. Enyaq-like tatsächlich. Ne? Und der Enyaq ist schon wirklich groß. Ist schon alles sehr gut. Auch mit dem Kofferraum schön groß und alles. Juice Booster hat heute mal als Tisch gedient. Ja, ist schon, also es ist nicht so, dass man da nur Schlechtes sagen kann. Die Felgen finde ich schick. Ich finde die Form auch irgendwie cooler als vom Model 3. Aber es ist jetzt halt nicht so der krasse Blickfang. Wie so ein Taycan oder sowas. Ne? Und das komplette Glasdach. Er ist keine Stilikone. Francesco will eine Stilikone. Ja, ich persönlich, ja, ich mag es halt, wenn das Modell halt schön, also mein persönlicher Geschmack, deswegen sage ich ja, mein persönlicher Geschmack ist nicht, weil es keine Stilikone ist, so wie... Ja, nee, er ist wirklich nicht besonders auffällig, ne? Das muss man schon sagen. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 70 kW Ladeleistung, deutlich unter 80%, ja. Das ist halt so der Punkt, ne? Das ist halt so das mit diesen LG-Akkus. Das merkt man dann schon deutlich an der Ladezeit. Wie lange laden wir jetzt? Jetzt laden wir genau 21 Minuten. In diesen 21 Minuten, jetzt wäre der e-tron, weil ich den jetzt als Vergleich nehme, weil ich den fahre, bei 80% so fast. Nach 26 Minuten und dann könntest du abfahren, ne? Komisch so. Ohne Display in der Mitte so, ohne Head-Up in der Mitte. Also ich muss da die ganze Zeit hinschauen. Ja, ja. Jetzt stellen wir den Autopilot auf 150, damit wir keine Zeit verschenken. Genau. Was machst du denn? Ach so, ja, Entschuldigung, ich habe auf 100. Ich dachte ja, ich bin kein Tesla-Rand. Der schreibt... Boah, was ist das denn? Was hast du gemacht? Ja, ich habe den halt den... Du warst noch nicht richtig auf der Spur drin. Der hat mich gleich in die Mitte reingelegt. Und ich denke... Mach doch mal diesen scheiß Autopilot. Die hab ich doch. Was geht jetzt ab? Was hab ich jetzt gemacht? Was passiert hier? Was geht hier ab? Das ist, glaube ich, mit dreimaligen. Das macht nochmal dreimal nacheinander. Keinen Sinn, den Autopiloten reinzumachen, ja, ja. Wenn du wieder Spur wechselst, weil... Ja. Für ein normales Auto, da bleibt einfach die... Du wechselst, du blinkst drüber und da bleibt der... Und der macht wieder den Dings rein. Ja, ja, genau. Ganz wie halt... Ja. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Boah, dieses Beschleunigen und Bremsen, ist wie beim Achmann damals, ganz schlimm. Ja, was ist denn das? Entschuldigung. Ja, aber... Ich bin kein Tesla-Rand, der das gewohnt ist. Du bist ja schon öfters jetzt Tesla gefahren. Tesla-Rand, du fährst 160, so schafft man das alles nicht. Ja. Ja, Entschuldigung, ich sehe es ja auch nicht geradeaus. Nimm doch deinen Fuß vom Gas und dann fährt er 150. Fährt ja. Er jetzt schon, jetzt ist schon der Tempomat drin, nur der Autopilot nicht. Ja, aber. Mach doch. Aber eine Frage. Wenn ich jetzt aber die Spur wechsle, ist nur der Autopilot, der Tempomat bleibt drin. Der oder? Tempomat bleibt, wie du merkst, ja. Drin. Du hast den Autopiloten jetzt rausgenommen durch das Lenken. Wenn du den Autopiloten drin hast, musst du ja nicht Scheiß lenken. Scheiße. Ich habe ja noch 2 gesunde Hände. Ja, ich dachte, du magst Lenkassistent. Assistent, aber nicht der denkt, er will so fahren, wie er fahren möchte. Aber schau, mach doch mal rein. Lass mal, mach ihn mal rein.
Du, vertrau ihm. Lass ihn. Lass los. Lass los. Lass los. Siehst du, wie der die Kurve nimmt? Ja, ja. Ich habe es auch bei dir gesehen. Einwandfrei. Ja, aber es ist selber anders zu erleben. Siehst du? So, jetzt mal ein paar positive Sachen, die man sagen muss. Du hast die aber richtig negativ. Ja, mir ist übel von deinem Gepumpe, Mann. Ach, das ist... Du pumpst wirklich, bitte, das ist genauso schlimm wie Ahmad. Du gibst einfach Gas mitten in der Baustelle wie ein Vollidiot, obwohl vor dir jemand ist, damit du dann wieder abbremsen kannst. Welche Baustelle? Dass ich mich fühle wie in einem Katapult. Ich bremse ab oder ich pumpe nochmal? Ja, du, so wie du jetzt fährst. Und dann gibst du plötzlich Gas, fährst dem auf und dann bremst du so voll ab. Ach du. Das hast du vorhin gemacht. Wofür machst du das? Dann sagst du, ja, ich gebe gern Gas, aber dann gib, wofür denn hier? Der hat keine Baustelle. Und dann sagst du, ich kotze übel. Keine Baustelle. Glaubst du dem nicht? Glaubst oh, wirklich? Warum bist du so ein Kind? Wirklich? Nee, warum bist du so ein Kind? Ich hab dich doch noch gefragt, warum machst du das? Dann hast du aber noch da gesagt, war keine Baustelle. Sondern was war es denn dann? Aber die positiven Sachen. Also. Eins muss man neidlos anerkennen, dass Tesla sich wirklich sehr um Akustik gekümmert hat. Der Wagen ist schön leise, auch bei 150. Schneller empfehle ich sowieso nicht zu fahren, weil man hat keinen Tempomaten, man hat Autopiloten sowieso nicht. Und Effizienz geht dann irgendwann flöten, selbst bei diesem Auto. Sehr ruhig, sehr gediegen. Ich würde mir überlegen, ob ich den Performance nehme, weil jetzt hier schon das Fahrwerk schon relativ hart federt an einigen Stellen. Und ich glaube, das Performance-Modell ist dann noch schlimmer und man merkt halt sofort den Umstieg von Luftfahrwerk auf Nicht-Luftfahrwerk. Mein e-tron S hat ein Luftfahrwerk und obwohl es ein S-Fahrwerk ist und wirklich ein sensationelles Fahrwerk, also den haust du in die Kurve, Geschwindigkeiten davon träumen Autos wie dieses hier nur, weil er einfach so straff liegt, aber trotzdem federt er weicher, weil er halt ein Luftfahrwerk hat. Das merkt man dann schon hier, dass man das hier nicht hat. Aber sonst, wir fahren jetzt wieder 150, ist richtig schön ruhig, schön unaufgeregt. Da hat Tesla echt was, so wie in der Innenraumverarbeitung und allem, wirklich was gemacht. Die Sitze sind eigentlich ganz gemütlich, bieten nicht besonders viel Seitenhalt, genau bei der, speziell bei der Performance-Variante. Denke ich, könnte das ein Problem sein. Wenn man doch mal um die Kurven fetzt, hast du hier halt nicht so Seiten halt wie in einem e-tron GT oder einem Taycan, wo du einsteigst und einfach in so einer Schale sitzt, so eins mit dem Auto bist. Also das war mir schon wichtig, das zu sagen, dass man sich da, der Reisekomfort ist super, aber das Gebimmel hier auch durch sein Fahren geht mir natürlich tierisch auf den Nerv. Ich habe den Autopiloten abgeschaltet. Hast du schon abgeschaltet? Ja, da bekomme ich leider die Krisen. Mit sowas fahre ich nicht. So hin und her gebügelt, natürlich wieder, da biege ich rechts, also gehe auf die rechte Spur, dann geht er wieder raus, dann muss ich wieder links, dann geht der trotzdem wieder raus und rein und raus und raus und rein, trotzdem rein. Glaubst du bist zu blöd dafür? Weil einige, ich sag's dir gleich, es gibt halt immer wieder in den Kommentaren oder dann in den Foren, wo das Video dann geteilt wird, diejenigen, die sagen, ja, komisch, dass ich so entspannt damit fahren kann und dieser... Ja, aber dann ist er der Typ, es gibt ja Fahrprofile, jeder fährt ja anders, der andere fährt 100, 110, 120, 130 bis 210. So. Jeder fährt doch anders. Mich stört dieses schnellige, dieses hier und dieses Gebühren, mag ich nicht. Andere mögen es halt. Die macht es geil, die haben Spaß daran, die ganze Zeit Dinge zu machen. Und ich halt nicht. Ich will nicht dieses Fahrprofil. Fertig. Und wenn sie nicht taugt und dann denkt, ja, du hast keine Ahnung vom Fahren, ja, dann sollen sie halt das denken. Aber jeder kann ja fahren, wie er möchte am Ende des Tages. Solange du dich an die Regeln hältst. Ich mag das hier in der Mitte, ein Head-Up-Display. Ich muss halt immer schauen, hier nach rechts. Meine Augen sind ja auf die Straße fokussiert und nicht nach rechts. Oder ich möchte kurz auf Maps schauen. Jedes Head-Up-Display hat Maps drin oder digitales Tacho hat halt eben Maps. Und ich möchte nicht da schauen, so. Aha. Und ich schaue nicht auf die Straße. Ja? Und zur Sicherheit. Aber es ist auch wieder Geschmackssache. Die anderen kommen damit zurecht. Vom Fahrkomfort ist er wirklich super zum Fahren. Federt gut, also wie ein Auto halt eben ist, lässt sich halt angenehm fahren. Und was machst du? Wo soll ich denn halten? Geh doch links, bestimmt nicht an der Zapfsäule. Was ist mit dir los, Alter? Du hast aber da gesagt. Das heißt links, das heißt nicht park an der Zapfsäule. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen im Reden, aber so mache, heißt es links. Du hast mich irritiert mit deinem Finger. So. Ja. Entweder heißt es, ich möchte dir meinen Finger in den stecken oder es heißt, fahr links, Mann. Das könnte natürlich auch sein. Mein Gott. Die nächste Station für uns war eine Raststätte. Hier mussten wir nicht laden, wir haben einfach nur die Vignette für Österreich und für die Schweiz geholt. Und natürlich noch ein Eis für uns beide, das Francesco dann so genüsslich gegessen hat, dass ich euch diese Bilder einfach nicht vorenthalten wollte. This is
Und dann ging es weiter. Ab Österreich mit gediegenen 130 km/h. Hier spielt natürlich ein Tesla, beziehungsweise eher ein Elektroauto generell, seinen großen Vorteil aus, denn man kann ja sowieso nicht schnell fahren und andere motivieren dich auch nicht dazu, weil sie dich halt eben nicht überholen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr in Deutschland für eine Speed-Limitierung seid. Ich bin's ehrlich gesagt nicht. In der Schweiz angekommen, war das Thema Speed-Limit ein umso wichtigeres. Und genau hier komme ich zur allergrößten Kritik an diesem Auto. Leute, kommen wir zum schönsten Teil des Videos. Ich habe mir das extra aufgehoben für die Schweiz. Vergiss all das Zeug, was ich gesagt habe, quasi, so, wenn es um Kritik geht. Mein größter Kritikpunkt und jener Punkt, der tatsächlich das Züngelchen an der Waage ist, weswegen ich mich gegen dieses Auto entscheiden könnte. Dem Gebimmel, da kann man sich vielleicht dran gewöhnen, aber wieder. Ist die nicht vorhandene Speed Limit Info. Immer noch nicht. Und das ist wirklich furchtbar. Schaut euch das mal an. Hier steht zwar 120, ja, weil das vorprogrammiert ist, aber auf Schilder kann der einfach null reagieren. 0,000. Marktführer in Sachen Kamera, Assistenzsystem, Schilderkennung, Mobile Eye aus Jerusalem. Die haben gesagt, no, Mittelfinger Tesla, wir haben keinen Bock mehr. Tesla hat gesagt, die waren wiederum beleidigt, dass Tesla sein eigenes System entwickeln will. Man weiß ja nicht, auf welche Aussage man sich stützen kann hierbei. Allerdings tendiere ich ja eher so, Mobile Eye zu glauben, ganz einfach aus dem Grund, weil das schon 2016 war. Und was ist in den letzten 5 Jahren passiert? Also wo ist diese Entwicklung von Tesla, wegen der Mobile Eye so beleidigt war, dass Tesla sein eigenes Ding macht? Ich sehe davon nichts. Ich sehe nur, dass ich in der Schweiz fahre und absolut keinen Dunst habe. Ist hier 100, ist hier 80. Ist das Baustellenschild aufgehoben? Ganz ehrlich, Leute, ich weiß, wir konnten früher, als wir sowas nicht hatten, auch ohne fahren. Aber ganz ehrlich, mit einer der hilfreichsten Assistenzsysteme ist die Speed Limit Info. Und die Speed Limit Info hilft mir zu sagen, okay, ich bin aus der Baustelle rausgefahren, aber haben sie es jetzt schon aufgehoben oder nicht? Keine Ahnung. Was, wenn ein Blitzer kommt, ich fahre 120, obwohl noch immer 80 ist, paff, in der Schweiz bist du tot, da ist dein Führerschein, dein Auto, alles weg, dein Leben. So, no chance, du hast keine Chance. Und ich habe mich daran gewöhnt, ja, und ich will mich auch daran gewöhnt haben, dass ich in jedem Auto eine Speed Limit Info habe. Und das ist für mich als Langstreckenfahrer mit der Häufigkeit, wie ich fahre, das Number One Kriterium, einfach eine Speed Limit Info zu haben. Absolut nein. Der Tempomat passt das Tempo natürlich dementsprechend auch keinem Schild an, sondern nimmt dann halt eben 120. Das heißt, wenn ich aus der Baustelle bei 60 rausfahre und dann anmache, den Autopiloten, aber es ist 80, denkt der Autopilot, aber weil ja hier einprogrammiert ist 120, das ist 120 und dann bam, beschleunigt er dich hoch und du fährst voll in den Blitzer rein. Also entweder du lässt es und wartest und dann musst du auf 80 fahren, so, und dann drücken, oder aber du machst hier ganz wild den hier so. Ganz schnell rollen, runterrollen, runterrollen auf 80, ne? Damit sie ja nicht auf 120, also das ist ein Pain in the ass, ne? Und dann dieser Atomalarm, nur weil man mal kurz in diese Richtung driftet, so, die kommt direkt Atomalarm. Also das mit den Assistenzsystemen, das was so gelobt wird, Jungs, sorry, das ist wirklich kein Bashing, hier überholt uns gerade ein Taycan, das ist wirklich kein Bashing, aber das ist einfach Schrott. Also anders kann ich es nicht sagen. Das mit dem Autopiloten, der nimmt die Kurven geil und das Lenkrad ist auch richtig steif. Aber das, dass ich dann hier wieder und dann wieder, Achtung, wieder bim 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 bim
bim, bim. Der Blinker blinkt noch, keine Ahnung. Wenn ich in die Spur fahre, was wir ja schon öfters hatten, dass er dann so reißt, der Autopilot, damit er dich plötzlich in die Mitte bringt, anstatt es langsam und gediegen zu machen. Klar gibt es wieder von den Hardcore-Tesla-Fans irgendeine Erklärung, warum das so ist und warum das gut so ist, vor allem auch mit der Speed-Limit-Info. Das ist gut so, dass es die nicht gibt, weil somit wird Israel nicht unterstützt. Keine Ahnung, was man da wieder für irgendwelche Ausreden finden kann, aber man findet sie garantiert, anstatt einfach zu sagen, ja, das ist wirklich kacke und ja, jeder Opel Corsa E zeigt dir die Dings an, nur dein toller, teurer Tesla eben nicht. Die Software auf Rädern, das ist keine Software auf Rädern. Die Autopilot-Funktion ist es nicht und dieser mangelnde Speedlimit-Info ist es auch nicht. Das stört mich richtig, das merkt ihr gerade an meiner Emotion, das ist das, was mich am allermeisten stört. An dieses Gebimmel kann ich mich gewöhnen. Ich kann mich auch daran gewöhnen, dass der Tempomat nur bis 150 geht mit dem Autopiloten, was ich auch mega beschissen finde, weil ich bin Deutscher, ich bin kein Schweizer und kein Österreicher, ich möchte auch gerne mal 170, 180 fahren und Tempomat einstellen kann ich nicht, muss ich alles über das Pedal machen, wie mit einem Auto von vor 10 Jahren, wo es noch kein Tempo gab, schon auch vor 10 Jahren Tempomat. Irgendwie mich arrangieren, aber damit kann ich mich nicht arrangieren, dass ich keine Speedlimit-Info habe in so einem modernen Auto. Wo ist die Kamera? Wo ist sie, die Verkehrsschilder liest? So easy. Bitte erzählt mir nichts von Software auf Rädern. Bitte. Aber warum sind die denn so hardcore? Diese Sekte Tesla-Ranten. Also ich verstehe das. Ich habe das nie so. Also ich lese ja deine Kommentare. Ich lese euch. Aber du liest ja nicht im Tesla-Forum. Sowas habe ich keinen Bock. Habe ich auch nicht mehr. Ich gehe auch gar nicht mehr hin. Aber warum sind die denn so hardcore? Warum sind die open-minded? Weil die Elektromobilität weiß doch kein Mensch. Der ist so hardcore, als wäre es die Firma von seinem Vater. Hey, was machst du mit meiner Firma? Weißt du, ich meine, das ist doch nur. Verstehe ich auch. Wenn ich jetzt ein Audi fahre. Deswegen finde ich es als so lächerlich. Also ich weiß nicht. Deswegen ist es so lächerlich, alles immer zu erklären, alles immer so. Und deswegen ist diese Marke für viele so unsympathisch. Für mich nicht, weil ich kenne die Tesla-Fahrer von den Ladesäulen, die mich ansprechen, die sagen, geile Videos, ich habe über deinen Referral-Code gekauft, habe jetzt keinen mehr, aber als ich ihn noch hatte. Ist es nicht, aber die sind ruhig, die Klugen. Nur die Blöden sind laut und dadurch entsteht so ein Allgemeinrauschen, welches sehr negativ ist bei der Marke. Und da, was allein schon los war immer, als ich mir den e-tron gekauft habe, als ich irgendwie, wenn ich in einem Review von einem Model 3 sage, wie toll es eigentlich ist, aber sagt, die Farbe gefällt mir nicht, dann werde ich auseinandergerissen, warum mir die Farbe nicht gefällt. Ganz schlimm, also jetzt mal überzogen gesagt. Ne? Aber es muss eine Elektro-Community sein und nicht die Tesla-Community. Ist es nicht. Es ist keine Elektro-Community. Nein, Tesla, und es ist zu Unrecht viele beschuldigt jetzt, aber die Gruppe, und die ist nicht klein, derer, die so abgehen im Forum und beleidigend werden und sagen, dass Celeste deswegen auf dem Weg nach Italien gekotzt hat, weil sie in einem e-tron sitzen muss und nicht in einem Tesla gefahren ist, solche anders kann ich das nicht sagen. Aber es gibt doch irgendwelche Internet-Kobolde. Ja, aber es gibt sehr viele von denen. Es ist nicht so wie, ignoriere den oder den. Es ist so eine große Gruppe von Leuten, dass du überrascht wärst, wie viele das tatsächlich sind. Was macht ihr da? Was denkt ihr euch eigentlich? Ich bin gekauft von Audi, ich bin gekauft von dem Vater des Leitplankenherstellers, weil ich gesagt habe, der Audi ist nicht in die Leitplanke reingefahren. Kauft mich Audi, der Leitplankenhersteller, kauft mich. Das ist so schlimm. Geht in echt, war so eher so zurückhaltend, weil sie natürlich alle in die Hose und in echt nicht in der Lage sind, in echt machen sie nicht, immer der Typus Mensch. Aber das ist so, ich reagiere ja auch auf Hate nicht mehr in meinen Kommentaren. Ich bin jetzt deswegen noch drauf eingegangen, weil das ein manifester Bestandteil von Tesla ist, diese Community, die andauernd so ausflippt und gegen alles schießt, gegen alles, was nicht mit Tesla zu tun hat. Um 21.58 Uhr sind wir in Turin am Treffpunkt angekommen, wo wir dann zum Abendessen erwartet waren. 14,5 Stunden hat das Ganze gedauert, aber halt mit viel Zeitverplemperei und natürlich auch dem Ladevideo, das ich schon gedreht hatte. Am nächsten Vormittag schon machten wir uns auf die Heimreise aus Turin, nachdem wir die Dreharbeiten mit dem Windfast beendet hatten. Ein kleiner Zwischenstopp am Comer See, wo wir eine Pizza gegessen haben, musste dabei auch sein. Die Rückfahrt hat sich dann wesentlich gediegener gestaltet, weil wir ja tendenziell sehr viel in Österreich und in der Schweiz unterwegs waren, weil es dieses Mal ja zurück nach München und nicht nach Wolfsburg ging. Also wir waren relativ wenig in Deutschland unterwegs. Deswegen sage ich, in Österreich und in der Schweiz gefahren macht ein Tesla tatsächlich mehr Sinn. Da fallen diese Negativaspekte gar nicht so auf, weil man gediegener mit dem Tempomaten fährt, man wird nicht so oft überholt, man muss nicht so oft die Spur wechseln, also das Gebimmel fällt größtenteils weg und natürlich auch die Effizienz ist viel besser. Was aber immer noch fehlt, ist natürlich die Speedlimit-Info.
Nach wie vor top war natürlich die Ladeplanung inklusive der Supercharger. Das ist halt immer noch so das K.O.-Kriterium, was unbedingt für einen Tesla spricht. Das Fazit zu diesem Video wird es in einem separaten Video geben. Das ist etwas länger, weil ich sehr viel über das Tesla Model Y sage und auch sehr detailliert, aufschlussreich, faktenlastig und auch objektiv versuche zu schildern, was ich an diesem Auto nicht gut finde und ob ich es tatsächlich in Erwägung ziehen würde oder es vielleicht doch nicht so sehr empfehle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit Francesco und mir diese Rundreise zu machen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und noch viel wichtiger, bitte ein Abo, weil wie gesagt, viele Tesla-Fans werden jetzt mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit schreiend davonlaufen. Aber für die maximale Objektivität ohne rosarote Brille nehme ich das gerne in Kauf. Schön, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Ciao, bis zum nächsten Mal.